Damen und Herren, die Sie an diesem wunderschönen Maitag hier in die Görlitzer Synagoge aus Anlass der Festveranstaltung für die Freunde und Förderer des UNESCO-Studienganges Kultur und Management nach Görlitz gekommen sind. Seit September 1997 findet in der Europastadt Görlitz, Skorzelec, der Studiengang Kultur und Management statt. Die Initiatoren Professor Dr. Matthias Theodor Vogt und Dr. Matthias Munkwitz vom Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen leiten dieses Modellprojekt, für das die UNESCO die Schirmherrschaft übernommen hat. Der Studiengang wird in gemeinsamer Verantwortung des Instituts und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen durchgeführt. Im ersten Matrikel wurden 34 Studenten aus Ungarn, Tschechien, Polen, Lettland und Deutschland immatrikuliert, die sich Ihnen, werte Zuschauer, mit diesem Film vorstellen möchten. Jeder einzelne meiner Mitstudenten kennt die Frage: Kultur und Management klingt ja ganz toll. Aber was um Himmels Willen macht ihr so den ganzen Tag? Das Konzept Kultur und Management versucht eine berufsbezogene Vereinigung zwischen Kultur und Wirtschaft. In Görlitz bedeutet dieses zuerst einmal das praxisorientierte Hochschulstudium. Es wird nach 12 sich abwechselnden Theorie- und Praxistrimestern mit den Titeln Diplomkauffrau, Diplomkaufmann, FH abgeschlossen. Wirtschaftswissenschaftlichen Fächern wie zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre oder Unternehmensführung stehen kulturwissenschaftliche Fächer wie Kulturgeschichte oder Kulturpolitik gegenüber. Die Schnittmenge dieser beiden Basisbereiche, also zum Beispiel Kulturökonomie oder Kulturmarketing, bilden das spezielle Handwerkzeug eines Kulturmanagers. Die wichtigsten Fächer jedoch sind die Workshops Musik, darstellendes Spiel und bildende Kunst. In ihnen werden systematisch Kreativität und Verständnis für künstlerische Produktionsprozesse vermittelt. Zusätzlich zum normalen Unterricht finden im Ost-West-Kolleg regelmäßig Vorträge hochrangiger Referenten aus dem In- und Ausland statt. So wird den Studenten schon während des Studiums die Möglichkeit geboten, verschiedene Kulturmanager fachlich und persönlich kennenzulernen. Kulturmanagement heutzutage kann nur im internationalen Rahmen stattfinden. Sprachunterricht, andauernder Kontakt mit den Partnerhochschulen im Ausland und regelmäßige Exkursionen bilden da ein weiteres wichtiges Standbein des Studiums. Dabei gilt unser besonderes Interesse den Kontakten nach Mittel- und Osteuropa, also über Grenzen hinweg, die von anderen bisher nur selten überschritten werden. Auf unseren gemeinsamen Reisen nach Riga, Prag und Schweidnitz, nach Kassel zur Documenta X oder auch nach Weimar in die Kulturhauptstadt Europas 1999 haben wir viel gesehen und gelernt. Außerdem haben wir natürlich Theater, Tanz und Operninszenierungen, Konzerte, Ausstellungen und Filme rezipiert, um so einen Einblick in die unterschiedlichen Ansätze künstlerischer Arbeit zu gewinnen. Ein solches Grundverständnis und ein sicherer Blick für Qualitäten sind eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit im Kulturbereich. Zum fachlichen Verständnis über die Grenzen des theoretischen Studiums hinaus tragen auch unsere 6 studieninternen Praktika an unterschiedlichsten Kultureinrichtungen zwischen Berlin und Kapstadt, Riga und Chemnitz, Bautzen und Sydney bei. Diese bieten zudem die Möglichkeit, sich im weiten Feld des Kulturmanagements zurechtzufinden und den einen oder anderen Spezialbereich genauer zu durchleuchten, als es theoretisch möglich ist. Und natürlich versuchen wir auch selber ab und zu ein wenig Kulturschaffende zu sein, wie die Ergebnisse des Workshops zeigen, von denen wir Ihnen hier einen garantiert unveränderten Live-Mitschnitt präsentieren. Die Tabelle gehört.
Leben zum Beispiel im Schloss Klingewalde, wo nicht nur 15 Studenten unseres Studienganges wohnen, sondern wo wir auch Veranstaltungen durchführen, so zum Beispiel einen Teil unserer Festveranstaltung am 15. Mai 1998. Mit diesem Fest bedankten wir uns bei all denen, die unseren Studiengang und uns im vergangenen Jahr unterstützt haben. Gleichzeitig bietet solch ein Fest natürlich den besten Rahmen, um sich der Öffentlichkeit vorzustellen und für das zu werben, was der Studiengang Kultur und Management in Görlitz macht, in der Hoffnung, weitere Freunde und Unterstützer hinzuzugewinnen. Wir, die 34 Studenten, die aus verschiedenen Ländern und Gegenden zusammenkamen und uns zu Beginn des Studiums kaum verstehen konnten, sind mittlerweile zu einem Team zusammengewachsen, haben zusammen gestaunt, gelacht, gelitten und viel voneinander gelernt. Und das nicht nur in der Hochschule, sondern auch und gerade beim gemeinsamen Leben und Erleben. Europa zu praktizieren. Dazu gehört, dass wir Sprachen lernen und mit anderen Kulturen in intensivem Kontakt sind und es auch bleiben. Aus diesem Grund ist es für uns deutsche Studenten absolut in unserem Interesse und vielleicht sogar etwas selbstsüchtig, dass unser Studiengang einen so hohen Ausländeranteil hat. In unserem Matrikel sind 12 Studenten aus Polen, Lettland, Ungarn und der Tschechischen Republik immatrikuliert, die zur Seele des Studienganges geworden sind. Für unsere 12 ausländischen Kommilitonen ergibt sich aber nun folgendes Problem. Staatliche Förderungen gibt es in Deutschland nur für Studenten, deren Eltern in Deutschland Steuern zahlen. Das trifft natürlich für keinen unserer ausländischen Studenten zu. Aus diesem Grund gründeten wir die Studiengruppe Sponsoring, die aus deutschen und ausländischen Kommilitonen besteht. Unsere Idee war es nicht einfach nur Geldgeber zu finden, sondern auch Gegenleistungen in Form der Ergebnisse unserer Workshops, Musik, Darstellendespiel und Kunst anzubieten, wie zum Beispiel Chorkonzerte oder kleinere Theaterstücke etc., aber natürlich alles im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das Wichtigste aber ist der Aufbau persönlicher Beziehungen, so dass sich im Laufe der Zeit echte Partnerschaften entwickeln. Wir möchten uns hiermit bei denen bedanken, die für einen oder mehrere ausländische Studenten des Studienganges Kultur und Management ein Stipendium zur Verfügung gestellt haben. Stellvertretend seien genannt Herr Nietzsche für den Rotary Club Görlitz, Herr Grossmann für den Lions Club Görlitz, Herr Kretschmer für die Dresdner Bank Görlitz und Frau Weilig für die Niederschlesische Sparkasse. Herzlichen Dank. Zum Abschluss möchte ich Herrn Terstiege, Chefredakteur der Sächsischen Zeitung, ganz herzlich danken. Die Sächsische Zeitung hat heute einen Aufruf veröffentlicht, in dem Paten für das nächste Matrikel gesucht werden. Dem möchte ich mich an dieser Stelle gern anschließen und diejenigen, die die Möglichkeit haben, bitten, über eine Patenschaft nachzudenken. Denn ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass das Experiment der Nationenvielfalt, das in unserem Matrikel so hervorragend gelungen ist,
auch im nächsten erfolgreich fortgeführt werden könnte. Einmal Freude und einmal Leid, zu zweit ist halb so schwer.